Hallo, liebe Freunde der Sonne. Wir sind heute mit meinem Bruder Boris. Wir sind einkaufen. Hallo. Es ist sehr, sehr schlechtes Wetter und wir gucken uns so an, was es hier gibt. Wir sind im Sully Plaza. Hier ist alles in Leere und hier gibt es Sachen halt, die man halt woanders nicht kriegt, sag ich mal. So manche. Töpfe, richtig edle zum Beispiel. Ja. Und wir kaufen ein bisschen ein. Jetzt brauchen wir so zum Angeln Thermoskanne. Das ist unser Team. Meinst du aber, die ist gut und funktioniert? Ja. Also die andere war kaputt, glaube ich. Okay. Die kostet wie viel? 160 Lire, also um die 8 Euro. Das ist okay. Das können wir nehmen. So, hier gibt es dann richtig schöne solche Teekannen. Das ist Sully Plaza, das ist Richtung Side beim Kreisverkehr, wo man rechts abbiegt, da wo die türkische Flagge ist, der höchste Turm, sag ich mal. Und das sind 4-5 Etagen, hier gibt es alles an Krimskrams, Freunde. Alles von A bis Z findet man eigentlich hier. So, jetzt wollen wir mich hoch. So, genau. War das auch voll die schöne Dings, ne? Richtig schön, ja. Das sieht schön aus. Ich mag auch diese blauen und so. Aber man soll ja nicht umsonst irgendwas kaufen, also irgendwie, was man nicht braucht. Hallo Mohammed, wie geht es dir? Also, wie geht's mir? Möchtet ihr wirklich wissen, wie es mir geht, Freunde? Mir geht es gut. Danke an Gott, mir geht es gut. Und, ja, ich sag mal, 60% geht es mir gut, weil jetzt Wintersaison ist und irgendwie ist es langweilig ohne Urlauber. Deswegen kaufen wir ein bisschen Ordnung wieder herstellen zu Hause, bessere Ordnung, so Wischmops und so. Du hast ja eh Ahnung davon, ne, was man braucht, oder? Ja, und mich hast du. Dann brauchen wir so einen Stab dazu. Das haben wir schon. Was kostet? Hast du den Stab schon? Wo denn? Zu Hause ist da einer. Echt jetzt? Wir haben im Büro, habt ihr einen? Nein. Zu Hause ist einer. Lass uns das holen. Haben wir, ja. Wo stehen denn die Preise hier dran? Boah, das kostet 225 nur dieses Ding. Ja, das aber das nehmen, beides das dabei. Das, aber das bringt nicht das, was ich bringe. Ja, das ist nur Show, ne? Ja. Mein Bruder hat davon Ahnung, der hat eine Gebäudereinigungsfirma gehabt in Deutschland. Und der führt die auch noch weiter von Türkei, besser gesagt. Und der weiß wirklich, wie man das macht. Deswegen haben wir heute einen Profi. Wir haben heute Profi, Freunde. Profi von Reinigung. Ja, das muss uns helfen. Komm am 8.12. So. Freuen uns auf dich. Danke, Nicole Schäfer. Liebe Grüße aus Wilhelmshaven. Danke, Marina. Dankeschön. Können wir mal gucken, was das in der Türkei alles so kostet hier. No. Das kostet 82, sowas. Das ist auch mit Wischmob. Beste. Aber das ist Schrott, oder? Besser als sowas, ja. Ne? Ist also, Freunde, kann man so besser sauber machen oder sowas? Das ist in Ordnung. Was sagt der Profi dazu? Also, das ist gut. Das ist gut. Ja, für hier. Wir haben ja nicht so viel Auswahl. Also, ich nehme das. Also, für hier ist es gut. Er sagt, das sind zwar keine richtig professionellen Geräte, aber das ist gut. Für die Reinigung reicht's. Super. So. Dann haben wir das auch schon mal. Mittel haben wir auch. Hier haben wir, was ist das denn für ein Deckel? Das ist Pumpe oder was? Ne, das ist so ein Wasserkanister. Ja. Okay, den kann man aufblasen. Ja, das war's. Und noch eine Bettdecke. Es ist kalt geworden. Und ich mag Klimaanlage nicht. Sowas wie eine Bettdecke. Ah, das ist hier für Dings, wenn man Hundehaare überall hat. Hier gibt es 5 Etagen, Freunde. Hier gibt es alles, was man braucht. Alles Mögliche. Und. Merhaba. Jorgan lan nerede? Aşağıda, evdeyiz. Jorgan, böyle şey Jorgan. Yatmak için. Uyku tulumu mu? İstiyorsunuz. Yok, evde için. Jorgan yatmak için. Aşağıda mı? Ya üstünüzü alıp örttüğünüz yorganlar aşağıda, battaniye, yorganlar aşağıda. Tamam, teşekkürler, sal. Ich habe schwer erklären können, was ich wollte. Ich habe gesagt, eine Decke zum Schlafen, aber habe ich nicht ganz gut erklärt, glaube ich. Wo ist jetzt Boris? Ich muss dann nach unten. Hier gibt es auch noch so Klamotten. Schaut mal. Das ist halt alles so, türkische Marken sind es, ne? Und auch preiswert, sehr preiswert eigentlich. Das kostet, okay, so preiswert weiß ich auch nicht gerade. Also 300 Lire fast. Das sind 20 Euro, warte mal. Ja, ungefähr 22, nee,
13 Euro kostet das ungefähr. Dieses kostet, warum sehe ich den Preis nicht? Normal stehen die Preise immer drin. Was kosten so warme Winterjacken zum Beispiel hier? Das kostet 30 Euro ungefähr, glaube ich. Ja, ungefähr 30 Euro. So eine warme Pelz, sag ich. Ja. Gibt es das hier auch. In viele Farben. Dann gibt es so Westen hier. Die kostet auch für, so 20 Euro ungefähr, 22 Euro. Ja, das sind dann solche Preise hier. Dicke Winterjacke. Die kostet dann bestimmt um die 600 Lire, oder? Ne, 539 Lire. Das sind auch wieder um die 25 Euro, 30 Euro. Ja, und dann gibt es hier vieles, so Kleidung, Pullovers, Jacken, Hosen, Jeans und noch vieles mehr, Taschen. Auch so süße Pullover mit Wolken drauf. Das sieht schön aus, mit Teddy. 425, das ist doch teuer, oder? Das kann aber nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, siehst du, 159 Lire. Nicht mal 10 Euro, aber richtig tolle Pullover, warme, gestrickte. Richtig alle Farben. Dann richtig dicke solche Wintersachen. Das ist auch süß. Boris? Boris? Was, hast du noch was gefunden oder was? Schönen Grüß an Boris, Erika. Erika sagt liebe Grüße an Boris. Danke. Kennst du sie noch? Papa Benedikt. Die bei Papa war. Mit ihrer Tochter. Ja. Anderen Jung. Jessie. Jessie, genau. Jessie, ja, genau. Und wann kommen die? Wann kommt ihr, fragt Boris. Erika, wann kommt ihr? Hallo, liebe Grüße aus dem kalten Hamburg, sagt Carola Blub. Dankeschön, Carola. Was machst du da, Boris? Ja, wir brauchen das jetzt, weißt du, weil das, guck mal, wenn du drückst, dann tut es. Ah, dreht der Ausfringen. Ja. Und wir nehmen jetzt zwei Stück, einen für Büro und einen für hier. Der okay, ja, ja, klar, dann, sonst müssen wir ja wieder los. Aber das sieht so unstabil aus, oder? Mit Plastik? Das ist gut. Ja? Gehört das überhaupt nicht dazu? Das passt ja nicht, oder? Das sieht anders aus, wie? Ja, warte mal. Ich hab doch schon einen. Haben wir jetzt genug? Da war. Was steht da? Ah ja, jetzt schau mal. Schau mal. Das muss so herum rein. Das muss entweder an die Ecke oder die andere. Nein, hier muss das, weil hier muss man das Wasser ausgießen. Okay, wir können aber nochmal zur Sicherheit fragen, ob das dazu gehört. Okay, jetzt haben wir zwei, ne? Haben wir auch zwei, alles Stiele? Alles doppelt, okay. Hier haben wir Teegläser. Ich weiß nicht, ich mag Tee so gern, deswegen hole ich auch immer gern Teegläser. Warum auch immer, ja? Aha. Haben wir Teegläser noch zu Hause gehabt? Nimm mal sechs Stück. Nein, echt jetzt? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir haben immer so große Tassen, ne? Die gehen immer kaputt. War das schön mit Gold und so. Das ist echt schön. Aber das ist zu viel. Oder warte mal, sechs Stück? Sechs Stück. Du brauchst alles kaputt. Da mache ich mal alles kaputt, sagt. Ja, du. Dann nehme ich sechs Stück nochmal. Guck mal, ist das das Gleiche? Also, ja, das ist das Gleiche. Ja, in die Löcher kommt das rein. Hier, da. Probier mal. Aber mit Gewalt. Ja, doch, doch nicht. Mach mit Gewalt. Jawohl. So, ah, das scheint auch stabil zu sein. Der ist stabil, wirklich. Was kostet der? Keine Ahnung. Da müsst ihr auf den Preis schauen. Mensch, wir sind in der Wintersaison. Nee, kein Amber. Warte, gib mir eins. Nimm den. Gib den. Das. Ja. Okay. Den, den, den. Also 10 Jahre Garantie. Doch, doch. Das, also eigentlich sind die Sachen, die Ware, was man hier kauft, ist immer sehr gut. Ja. Hey, bitte ein Bett, Karami. Alajas. Freunde, draußen ist am Regnen ohne Ende. Guckt euch das mal an. Regen ohne Ende.
Hier haben wir schon viel gekauft. Hier Gläser packen wir hier unten rein, damit es gleich kaputt geht. Guck mal, wie es regnet draußen. Richtig am Regnen. Das finde ich voll süßes Tisch hier. So ein Tisch, das kostet, Freunde, das kostet, weißt du, das ist sehr teuer, glaube ich. 10.000 Lire ungefähr. Also 500 Euro fast. So, ja, 500 Euro kostet das. Diese zwei und das. Ist richtig am Regnen. Ich gehe wieder rein zu Boris. Was ist das? Das ist Öl. Duftöl. Für die Nase? Duftöl, nein. Achso, Tröpfchen. Ja. Für die Nase dann. Duftöl. Mein Freund, haben wir ja. Aha. Wallahi, wenn die Kuh haben, sal, sal. Sen hiç görünmüyor. Aynen, hep öyle şey nasıl? Ya kışın öyle, bir iki üç ay ya. Bunu sadece öğren. Pardon. Geçen kış, iki üç ay kaldım, öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Almanya'dasın sen. Ist gerade ein Freund vorbeigekommen, haben wir ihn gegrüßt. Ich kann ja nicht immer durch Live-Video unfreundlich sein und nicht Hallo sagen. Ich muss ja Hallo sagen. Guck mal, hier gibt es schöne Postkarten. Guck mal, hier gibt es auch mal andere Postkarten. Schöne, oder? Wenn ich es zeitlich schaffen würde, würde ich gerne euch allen eine Postkarte senden, ja. Behçet ne yapıyor? Behçet yanında ya. Beyto. Behçet ne yapıyor? Araba satın aldın mı? Gibt es solche Dings und hier gibt es auch so diese türkischen Leckerlis, dann gibt es auch Gewürze hier. Hier ist der eine Sultan-Tee. Der Sultan-Tee, ach nee, der ist das, sorry. Der ist das. Den habe ich gerade getrunken, weil er sehr lecker, ja. Sehr fresh. Dann gibt es so Blüten. Ja. Rosenblüte. Das hier. Jetzt muss ich mal gucken. Ich gehe mal zu die Bette in Gürtel, meine Dame. Sal. Tamam. Biz hep zaten sana çalışıyordum bu sene. Hep sana paslıyordum. Haberim var ya. Ben bazen ya telefonları yönlendiriyorum. Ya yazın annem ameliyat oldu. Geçmiş olsun. Ya bel fıtığı. Onunla uğraştım. Telefonları bazen hastanedeyken yönlendiriyorum. Tabii olur olur. Bir de motosiklet aldım. Bazen var. Akşam motosiklet biniyorum. Elemanlar çıkmıştı. Sağ olama ya. Sen neredeydin bu? Yok. Ben belki anlatır. Ben canlı yayındayım da. Belki anlatır. So. Hier, Freunde, gibt es ganz viele Bettdecken und so eine Art. Ich brauche jetzt eine kuschelige, warme, wo ich mit gut schlafe. Hier sind Handtücher. Was? Ein Handtuch kostet 219 Lire schon? Ja, okay, das ist jetzt in... Ihr müsst euch so vorstellen, damals, jetzt in Euro ist es vielleicht nicht teuer, 10 Euro oder vielleicht auch teuer, weiß ich nicht. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben normal Handtücher für 5 Lire gekauft vor 5 Jahren. Vor 3 Jahren. Also das letzte Mal, wo ich ein Handtuch gekauft habe, da habe ich 5 Lire bezahlt. Guck mal, Handtücher, schätze mal, was kosten Handtücher? Nicht sagen, nicht gucken. Was kosten Handtücher ungefähr? In Lire. 500. 200 Lire. Das ist doch voll teuer, oder nicht? Natürlich, für türkische Verhältnisse. Für türkische Verhältnisse auf jeden Fall, ja. Das ist wie 200 Euro für ein Handtuch. Also unser Dings, Mindestlohn ist 5.000 Lira. Die kommt von Deutschland auch, exportiert. Boah, das ist sogar 300. Aber das sind schon gute Handtücher, aber okay, okay. Ich will nicht wissen, was kostet eine Decke dann? Hey, soll ich jetzt für eine Decke 100 Euro, 200 Euro ausgeben? Ja, ich weiß, ich brauche Decke, es ist kalt. Er sagt, du brauchst auf jeden Fall eine Decke. Waren Freunde oder was? Ihr braucht noch die runden Wischmops für eure Eimer. Welche? Warum hast du runde Wischmops? Wir haben
Wir wollten doch gar nicht Runde. Das ist gut, das läuft. Ja, aber du hast doch diese Dings geholt. Machen wir jetzt Runde oder was? Ja. Und haben wir die Runde, Mischwumms? Ja. Ah, haben wir, okay, danke. Nee, da hat jemand gesagt, Carola Blub hat gesagt, wir brauchen das. Ja, ja. Okay, jetzt sind wir bei... Aber das sind zu warme, die mag ich überhaupt nicht. Ja. Das ist, kennst du auch in Ankara, bei minus 10 Grad. Die sind nicht schwer, die sind ganz einfach. Ich möchte so richtig kuschelig. Ich schlafe schon immer alleine, da brauche ich kuschelige Dings, ja. Oder du schläfst bei mir. Du suchst mir eine Decke aus. Ich suche mir Decke aus, aber ich brauche eine gemütliche. Die sind gemütlich, wirklich. Warum? Die sind doch nicht gemütlich. Die sind nicht wegen schwer, die sind Dings, die sind nicht kuschelig. Ich will kuscheln. Die sind so, ach, da kommt ja noch Bettbezug drauf. Ey, weißt du, was lustig ist? Handtuch kostet so wie Decke. Das ist Kopfkissen, oh, nee, das Decke. Das Decke. Das ist ja echt interessant. Okay, dann, also das heißt, ich... Pink oder rosa? Rosa. Oder weiß, ey, sag mal jetzt. Warte mal, ich nehme... Also die möchte ich auf jeden Fall nicht mit Rosen und Schmetterlinge, ja. Ich glaube, gibt es keine weiße. Das, aber guck mal, ob das Dings gegen Allergie ist. Ach, weil nicht, dass da irgendwas mit Allergie... Oha, 1000 Lire. Ja, das sind die oberen. So. Ich frage mal immer, ob wegen Dings, ob da irgendwelche Milben drin sind oder so. Also Anti-Allergie. Kolay gelsin. Yardımcı olun. Pardon. Bir bakar mısınız? Yardımcı olun. Bir şey olmaz ya. Ben de sizdenim. Sağ olun deyip gelmeyecektim. Ha, şey demek istedim. Buyurun. Ben yorgan alacağım da o şey alacı yapmasın. Yani bazı şey oluyor ya dual falan. O zaman bunu alma. Değil mi? Hangisi iyi? Bunu alma. Çift kişilik mi istiyorsun? Yok. Ya büyük. Ya büyük ya. Yani tek büyük olsun. Çift kişilik yani fark var mı? Normal zaten tek kişi yatsa da çift alıyor. Organiklerden al. Organik. Ne kadar o? Bambu ağacından üretiliyor bu. O ne kadar? Also hier gibt es welche von Bambus. Opa vorsichtig. Von Bambus. 99 olması lazım. Ona bakayım. Also das ist von Bambus. O aldığın içindeki und kırıntılar dökülüyor. Seni alerji yapar değil mi? Evet, super. Var mı öyle bir şey? Sie sagt bei den anderen, ja, das bazen yapıyor. Okay. Nefes darılıyor. Tamam. Ama... Tamam. 5 yıldır yok yani. 599. Also das kostet 600 lira. Bu da doğal değil mi? Evet. Das aus Bambus. Bambu ağacından üretiliyor. Bambuza alerji olmaz değil mi insan? Yok, olmaz. Tamam. O güzel. Na gucken. Das kostet 600 lira. Ist yani. Oh, das schön. Bu yani. Çok güzel. Evet. Tamam, bunu alalım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Das kaufen wir. Das ist aus Bambus. Und das ist alles so Natur. Sie sagt, ja, das andere, das kann Allergie machen. Ich habe jetzt, ich meine, ich schlafe öfter so in diese. Ich schlafe manchmal in solche anderen auch Bettbezug Beispiel. Ich habe dann keine Allergie, aber ich gehe auf eine Nummer sicher. Weil ich möchte dann, weil Schlaf ist echt wichtig. Yok çok teşekkürler. Tamam. Bayern Jordan ist toll. Ah, yastık. Yo, yastık var. Kılıf mı? Kılıf lazım. O da natural bir su. Nein, nein, so, ich möchte mit Bettbezug. Es gibt schöne Weiche, so schöne Weiche. Das bist du in Ziede Kaufhaus? Ich bin in Ziede beim Kreisverkehr der Große, Salih Pazar. Warte, einen Moment, ich muss ganz kurz. Das bu daha sağlıklı, değil mi? Evet, bunun kalitesi daha iyi. Ve şu. Ama bu renkli hiç beğenmedim ya. Bu biraz yaşlı. Das sieht so alt aus. Yaşlı? Yani şey... Mavi. Ne bu modern var mı biraz? Ya modern demek şey biraz. Takım ister misin düz renk? Olabilir. Ama onda fiyatı yüksek. O çarşaf. Çarşaf. Olmaz o. Şuradan bakacaksınız siz. Bu olur mesela. Hangisi? Bu. Beşiktaş. Louis Vuitton gibi bir şey. İşte. Aa, o ben kötü mü? Evet. Ha, das ist nicht so allergiefrei. Naylon oranı yüksek. Hangisi daha iyi mesela? İşte benim şu gösterdiğim, bir de şu alttaki iki tanesi. Ama bu da hiç kuş şey değil yani. Yıkayınca yumuşar ama o. Yumuşak var mı böyle rahat biraz böyle? Şu an tüy gibi var ya. Tüy gibi biraz. Flanel tarzında var bir tane ama. Bir tane. Bakalım, evet. İnşallah rengi. Ich finde, dass das zu dings ist so. Nicht kuschelig. Oha! Bettbezug kostet 1100 Lire, mehr als die Decke. Also die, was sie hier zeigen will, da brauche ich gar nicht hinlaufen. Ja, wir gucken uns das trotzdem an. Sie ist ja schon extra dahin. Oh, das ist schön. Ja. Aber ne, dann schlafe ich lieber ohne. Das, bunu yazın alırım o zaman. Bu biraz bana... Yazın bulamazsın bunu. Değil mi?
kışlık ürün. Öyle mi? Evet. Das ist mir zu viel. Şey var da. Das ist echt zu viel, Mann. Ich kann doch, ich bin... Ja. Ja, aber ich brauche doch einen Bettbezug. Nein, du hast nur Decke. Erst die Decke und dann das auf die Decke drauf, dann kannst du die decken. Du darfst nicht kannst drehen, du decken. Aber ich habe sowieso 1000 Bettbezüge zu Hause. Ich bin Tamam. Das lassen wir jetzt erstmal gut sein, weil... So viel geht auch nicht. Da wir haben schon viel ausgegeben, jetzt ist Wintersaison. Hallo, liebe Grüße in die Türkei. Danke, Rita. Hallo. Hallo, Sascha. Hallo. Ha, wir brauchen Mumm. Diese kleinen Dinge. Ich will Dings holen auch. Solche Buddies. Die sind richtig cool und günstig. 2 Euro nur. Welche Größe brauchst du? Lass uns zusammen welche holen. L. L oder Medium ist auch okay. Medium. Medium. Also mal mehr Stück laden. Ja. Am Al-Almosa. Wie war das, wenn der war mit ihm? Beyaz siyah karışık. 5 tane al alım. Yani 5 ya 10 tane al istersen. Çünkü spora gideceğiz ya. Çünkü evde lazım. Ich will normal şu şuradan. Tamam. Tamam o zaman 6 tane. 6 tane alalım. Das ich mag auch so dieses weiß oder schwarz. Weiß und schwarz, egal. Das mag ich auch gerne. So einfach T-Shirts nur in weiß oder nur in schwarz. Das ist auch nicht teuer. 2-3 Euro. Das hier ist ein bisschen teurer. XXL. Hier in die Ecken steht immer die Größe. L. Aber wo sind die schwarzen T-Shirts? Haben die alle schon ausverkauft? Warte. Bidacha. Nee, das ist nicht. Ah, hier. Aber das ist ein Grau alles. Ich will kein Grau. Okay, was ist das für ein Stoff? Magst du Handy rein oder was? Nee. Das ist nur das Loch, Mann. Was? Ja, doch, da ist im Arm ist schon Handyplatz. Da zeigt er nur den Stoff. Dann das ist gut, davon nehme ich 2 Stück. Welche Größe? M. M und in schwarz 2 Stück. Das S, das ist zu klein für meinen muskulösen Körper. Spaß, natürlich. XXL, XL. XL, L. Okay, das reicht jetzt erstmal. Das? Die holt mein Mann auch dort, sagt Salscheider Angelika, okay? Freunde, gefallen euch Videos, wenn wir einkaufen gehen? Wenn ja, lasst da bitte ein Däumchen da. Nicht vergessen. Dann werde ich sehen, welche Art von Videos wir öfter mal machen können für euch. Hier gibt es Boxershorts. Da haben wir genug von. Socken gibt es hier. Eine kostet 1,20 Euro ungefähr. Nee. Ja, 1,20 Euro kann man sagen ungefähr. Dann gibt es hier solche Dings. 114 Lire, BHs für Frauen. Jetzt so eine BH, das ist mit Push-Up, glaube ich. Ne, das hat gar keine Push-Up. Oder ich weiß gar nicht genau, was heißt Push-Up? Ist das, also Push-Up ist das, wenn da was drin ist, oder? So ein Schaumstoff. Oder heißt Push-Up, der zieht das Push-Up hochziehen? Ich weiß es nicht genau. Aber das kostet ungefähr 6 Euro. Ungefähr. Das auch 6 Euro. Das ist so Erotik, für Erotikabend. Das kostet noch weniger. Das kostet 2 Euro, 3 Euro. Dann haben wir hier oh, so richtig Erotik. Also so richtig so mit so, ja, durchsichtig. Das kostet auch 6, 7 Euro. Das gibt es jetzt ohne Ende solche. Ah, jetzt haben wir richtige BHs. Ja, die sind mit so ein bisschen Schaumstoff drinnen. 85 Lire. Sag mal 5 Euro. Oha, das ist jetzt ein richtiger Push-Up. Freunde, das ist rund hier. Hier ist rund. Und wenn man so reinschaut, ne, seht ihr das? Da ist voll mit Schaum. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja eigentlich eine... Das ist ja schon ein bisschen Veräpplung. Für die Männer, ne? Also das ist richtig, da ist mehr
Also da braucht nicht viel rein, also. Und ist so sportlich. Das hier ist auch wieder so. Das ist innen drin alles voll. Das kostet dann 119, warte mal. Kurse, 119 Lira. Ja. Auch 6 Euro oder so. Söckchen, da gibt es so viel. Ich muss überlegen, was brauchen wir jetzt noch, weil im Winter mache ich immer viel mehr Ordnung. Für Spikey habe ich sehr viel eingekauft, Wolldecken zum Liegen und so. Mein Bruder sucht so romantische Gerüche. Das packen wir auch noch hierzu jetzt. Und dann zahlen wir das alles gleich. Wir kommen am 4.12. und freuen uns, euch wieder zu treffen. Danke, Erika. Da kennt sich einer aus, sagt Silvia. Ja, eigentlich echt nicht so gut bei BHs. Gibt's so Lampen. Also hier gibt's eigentlich alles. Hier sind 4 Etagen, Freunde. Hier hört's gar nicht mehr auf. Ja, Freunde, wir machen jetzt weiter. Wenn euch auch so kürzere Videos gefallen, könnt ihr gerne Däumchen da lassen, die Freunde markieren. Das heißt 82 Salipazar, das Geschäft. Das ist beim Kreisverkehr in Ziede. Ich zeige euch das mal, wo das hier ist. Hier gibt es Portemonnaies, Taschen, alles, ne? Schaut mal, hier ist der große... Hier ist der... Oh, hier gibt es Koffer. Alles gibt es hier, ja. Mützen, alles Mögliche. Ist ein großes Geschäft. Hier ist der Kreisverkehr, wo die Flagge ist, die türkische. Ja, und hier biegt man rechts nach Ziede ab. Also ihr könnt hier mit Dolmusch aussteigen an der Ecke. Das heißt, 82 Salipazar, AVM. Wie kalt ist es bei euch? Bei uns ist es jetzt 19 Grad, glaube ich, so in etwa. Ist schon ein bisschen kühl, ehrlich gesagt. Und viel am Regnen heute. Aber ist okay. Mal was anderes. Ja, Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist halt nicht so lang gewesen, aber so ein bisschen Information habt ihr hoffentlich mitnehmen können. Ein bisschen Freude habe ich hoffentlich oder haben wir hoffentlich da lassen können. Jetzt ist die Wintersaison. Ihr seht schon, Ohrenwärmer, wird alles verkauft, Mützen. Ja, gibt sehr viele Sachen jetzt hier. Alles Gute, danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr jetzt in der Türkei gerade seid, könnt ihr auch gerne Ausflüge buchen. Einfach über WhatsApp uns anschreiben. Und dann machen wir auch Privattouren, wo ihr hin möchtet, könnt ihr selber gestalten. Und ich fahre zu 90% fahre ich auch mit, weil ich habe jetzt Zeit. Ich fahre euch dann meistens. Okay, alles Gute, danke, dass ihr dabei wart. Nicht vergessen, Däumchen da lassen. Nicht vergessen, die Seite zu abonnieren. Bis bald, wir sehen uns wieder nach der Werbung. Ciao, ciao. Danke für alle, die Däumchen da lassen. Dankeschön. Ciao, ciao. Das Video ist Ende. Ihr könnt gehen, Freunde. Ihr könnt ausmachen. Das Video ist vorbei. Ciao, ciao. Bye, bye. 1 Euro. Nägel. Ciao, ciao. Tschüss, danke, dass ihr dabei wart. Das war's jetzt. Ciao.